Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute mal kein Beauty-Adventskalender, sondern Playmobil. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist der Adventskalender 7148. Okay, also der mit Einhörnern und Feen, glaube ich einfach. Ich weiß gar nicht. Princess Magic heißt der. Okay. Man kann den auf der Playmobil Homepage selber für 24,99 finden. Ich habe den jetzt im Rossmann für 19,99 bestellt und ich möchte gerne mit euch zusammen reingucken. Ich bin sehr gespannt, was wir hier drin finden werden. Okay, erstmal habe ich hier ziemlich viel Baumaterial scheinbar. Eiwart fein. Okay. Hier hätten wir dann theoretisch auch den Adventskalender, wie er denn aussehen würde. Dann starten wir doch einfach mal die wilde Reise hier. Oh, geht aber schwer auf, du. Am 1. Oh, wo ist dein... Sie hat irgendwie... Also, wo ist denn deine Hose? Ja, am 1. Dezember haben wir, ich glaube, eine Ballerina drin, der aber irgendwie die Hose fehlt. Ups. Okay, ja, sie hat einen Schal um. Die Mütze kann man halt austauschen, ne? Und bei Playmobil-Figuren kann man auch manchmal die Haare tauschen. Ist auf jeden Fall eine schöne Frisur, die die Lady hat. Aber das ist ein bisschen kurz, was sie anhat. Also das, vielleicht ist hier noch irgendwann mal ein Rock drin. Naja, könnte auf jeden Fall Santa Claudia am Anfang sein. Finde ich persönlich ja ziemlich cool, ne? Okay, ja, am 2. Dezember ist ihr Rock drin. Gott sei Dank. Meine Güte, ich habe mir schon gedacht, was soll die Frau hier denn so lange frieren? Das muss nicht sein. Den machen wir jetzt mal dran. Och, was söd. Das gab es bei mir noch nicht. Dass man halt quasi den Playmobil-Ladies halt solche Röcke anziehen konnte. Die waren halt noch wirklich aus diesem Material, woraus auch die Playmobil-Figuren sind. Irgendwie sieht das auch komisch aus. Aber das muss wohl so. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Offensichtlich verwandelt sich die Lady jetzt gerade in eine Prinzessin oder so. Wie gebe ich dir das in die Hand? So. Sie hält ein Zepter. Das war jetzt gerade hier mit drin. Und irgendwas, wo sie sich hinstellen kann, glaube ich. Das ist halt so eine Plattform. Und dann freut die sich. Juhu! Soll sich drehen können. Fällt aber die ganze Zeit um. Hier haben wir die Nummer 4. Da ist allerhand Kram zum Basteln drin. Okay. Das hätten sie sich auch irgendwie sparen können. Also dieses zum Basteln mich zusammengeschenkt finde ich jetzt nicht so geil. Weil Playmobil verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit Papiersachen. Aber gut, das ist jetzt hier halt mit drin, ne? Okay. Und ja, das ist halt aber auch nicht so gut, Claudi, ne? Hätte man ein bisschen mehr falten können. Und das kommt dann hier scheinbar auf den Tisch, den ich auch zusammengebaut habe. Das ist so ein... ja, Baumtisch und unten drunter ist es so gülden. Yay, glaube ich. Dann öffnen wir mal den 5. Dezember. Hier haben wir einen Krug drin und 4 Kelche. Das sieht so aus und von diesen Kelchen haben wir halt, wie gesagt, 3 Stück, Entschuldigung. Nikolaus, der 6. Dezember, enthält auch wohl wieder ein Geschenk und noch was. Ich bin jetzt irgendwann total geübte Geschenkefalterin. Staatlich geprüft und so, ne? Nein, YouTube geprüft. Und selbstverständlich gehören diese Geschenke nicht auf den Tisch, sondern unter diesen wunderschönen Tannenbaum. Ja, den mag ich leiden. Der 7. Dezember, da haben wir auch was drin, ja. Oh, das ist aber süß. Das ist ein Schneekaninchen, also kein Schneehase, würde ich nicht sagen, ne? Das ist ein kleines, süßes Kaninchen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir so einen kleinen Beistelltisch und Kekse. So Sternkekse, 3 Stück sind davon drin enthalten. Ne? Das sieht so aus. Der Tisch ist ein bisschen klein für die Kekse. Wahrscheinlich ist ein Ersatzkeks mit dabei. Ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns wohl über eine Torte freuen. Da kann man hier in der Mitte auch noch was draufsetzen. Hat man das Ganze auch zusammengebastelt. So schaut die Sahnetorte einmal aus. Oh, in der Nummer 10 darf es endlich auch wieder mit einer weiteren Figur weitergehen. Ah, okay, ich glaube, die kriegt gleich auch noch einen Rock an, ne? Die hat so ein Geweih auf und schaut einmal so aus. Das ist eine braunhaarige Lady, die einmal so ein bisschen mich auch an ein Rentier erinnern möchte, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist auch so eine zauberhafte Lady in der Art und Weise. Ich behalte die jetzt erstmal bei mir, weil ich glaube, die dürfen wir jetzt noch anziehen. Natürlich, am 11. Dezember haben wir nämlich ihr Röckchen mit drin. Das kennen wir ja schon, ne? Ich glaube, das soll eine Waldfee oder sowas darstellen, oder? Oder eine Waldprinzessin. Wenn die nämlich eine Krone als Geweih hat. Oder ein Geweih als Krone. Weil das ist ja Gold. Das ist dann bestimmt eine Krone.
So, hinten reingenupselt. Und dann haben wir die Dame mal angezogen. Also das mit dem Rock muss ich ganz ehrlich sagen, es gab ja auch damals schon diese Prinzessinnen und Königen und hast du nicht gesehen Geschichten, das konntest du halt so dran klippen und das war halt viel, viel hochwertiger als das hier, weil ich glaube, das Material, das ist halt so Silikon, das wird nicht lange halten, es wird halt irgendwann so klebrig, denke ich mal. Und ich glaube auch zur Halbzeit werden wir noch die weiteren Utensilien für die Dame finden. Der 12. Dezember. Ich verstehe nicht, warum wir hier diese Platte für die Damen dabei haben, weil ganz ehrlich, das dreht sich doch nicht richtig. Naja. Wir haben auf jeden Fall erstmal so ein hübsches Zepter, was wir auch gerade zusammensetzen konnten, ne? Und das kriegt die Dame jetzt erstmal in die Hand. Und dann können wir die hier wieder draufstellen mit ihren Ballerinas. Und dann soll das wohl funktionieren, dass sie sich drehen kann. Aber ganz ehrlich, das fällt doch auch gleich wieder um. Ja, wenn man langsam das macht, ne? Okay. Die Damen sind zusammen. Der 13. Dezember. Also ich weiß, als ich damals halt auch selber Playmobil hatte und damit auch gespielt habe, fand ich auch immer diese Einzelteile nicht so nice. Also das war schon sehr Killefit-mäßig, sage ich jetzt mal dazu. Ne? Und ich finde, dass es jetzt mittlerweile noch mehr Killefit-mäßig sich anfühlt. Also es war damals ja schon hochwertiger, ne? Weil hier haben wir einfach so einen, der ist ja süß, ne, der Korb. Aber ich frage mich, warum der halt in zwei Einzelteilen gekommen ist. Vielleicht damit man was zum Zusammenbauen hat. Und dann macht man da rein halt diese losen Steine. Das ist für mich jetzt nicht so cool irgendwie. Ja, kann irgendwer von den Damen in die Hand nehmen. Und wir hatten ja von der ersten Dame auch noch so ein paar von diesen Steinen übrig. Die können da auch noch mit rein. Aber das sind immer so die Teile, die als erstes verloren gehen. Nee, das kannst du auf die Krone von der Dame machen. Wie cool, Moment. Ja, jetzt hat die Lady auf jeden Fall eine mit Diamanten besetzte Krone. Und in das Körbchen packen wir dann noch lose Steinchen rein. So. Ach, der 14. Dezember enthält so ein Freundschaftsarmbändchen, ne? Das kann man dann halt toll finden. Ja, das ist halt super Gummi. Also, ich weiß nicht. Ob man das so feiert, klar, ich habe jetzt sehr breite Armgelenke, ne? Aber das kannst du halt auch auf verschiedene Stufen einstellen. Oh Gott, das geht kaputt, wenn ich das nicht zu sanft behandle. Genau, dass man hier halt einfach das Ganze noch weiter durchzieht und das dann auch enger machen könnte, wenn das halt für ein Mädchen ist, ne? Das ist schon irgendwie süß. Am 15. Dezember haben wir wieder so einen Blisterbeutel. Und das gehört noch zum Armband offensichtlich. So sieht es auf jeden Fall aus. Da haben wir jetzt die verschiedenen Charms dran. Weiß ich jetzt nicht. Der 16. Dezember. Ich glaube, hier ist was Cooles drin. Eine Schneefrau. Eine Schneeprinzessin. Wo ist denn deine Nase? Und so schaut dann die Schneelady aus. Tadum. Ja. Schon irgendwie süß, aber irgendwie halt auch ein bisschen creepy. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier ein paar Kleinteile drin wieder. Oh, da haben wir auch wieder so ein Kaninchen drin. Aber noch mehr. Das finde ich schön. Und zwar eine Laterne. Ich weiß jetzt nicht, wo die zugehört, aber wir haben hier auf jeden Fall eine Laterne am Start und ein süßes, kleines Schneekaninchen in rosa mit lila Augen. Gebe ich mal hier der Prinzessin in die Hand, ne? Hat sie ein bisschen Schlagseite, aber das kriegen wir hin. So, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ach nö. Am 18. Dezember haben wir noch mehr Charms für das Armband. So ein Armband, so ein Highlight vielleicht und ich verkenne das gerade total. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Also ich weiß selber, ich hätte mir auch als Kind eher gewünscht, hier ganz viele Figuren drin zu haben, um damit auch ganz viel Spielspaß zu bekommen. Ne? Was ich auf jeden Fall cool finde, ist hier dieser Regenbogen. Den kannst du nämlich auch super zum Spielen verwenden. Aber allein dieses Armband hat ja quasi schon drei Kläppchen bekommen, ne? Da muss das was Krasses sein. Hätte ich mir aber lieber gewünscht, noch eine weitere Spielfigur hier drin zu haben, bin ich vollkommen ehrlich. Oh, was Größeres am 19. Dezember. Okay, ich war eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir hier irgendwie Prinzessinnen haben. Aber das Ganze scheint hier auch so ein bisschen, ne, in die Hexenrichtung zu gehen. Das ist ja auch Spooktober gerade. Es ist ein Kessel. Ja, ein goldener Kessel. Darin wird eine riesige Suppe gekocht. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Gar keine Ahnung. Ich glaube, das gehört in den Kessel rein. Das sind so, oder? Ich glaube schon. Das sind so kleine Herzen allerhand davon. Vier Stück, ne? Und auch vier Stück von solchen kleinen
Diamanten. Also wie gesagt, diese kleinen Sachen, das ist Killefit. Das muss echt nicht sein. Und da ist allerhand von hier drin leider. Ne? Das finde ich echt schade. Am 21. Dezember bekommen wir Zuwachs. Na, beziehungsweise nicht Zuwachs, der Prinz zieht ein. Und er bekommt keine rote, sondern eine blaue Weihnachtsmütze auf. Ja, okay. Haben wir auch einen Prinz am Start. Schön. Okay. Ich glaube, der Prinz muss noch ein bisschen ausgestattet werden, denn es sind ja noch ein paar Tage bis Heiligabend. Schauen wir mal, was der 22. Dezember uns bringt. Ja, also das mit diesen komischen Dingern hier, das verstehe ich nicht. Auf jeden Fall soll der auch auf so einem Ding rumstehen. Keine Ahnung warum. Das ergibt für mich wirklich gar keinen Sinn. Wenn man jetzt irgendwie einen Schlitten oder so wenigstens, aber ist es ja nicht, ne? Und der junge Mann kriegt hier auch noch was in der Hand. Oh. Hat er da sein Saxophon, was einfach total überdimensioniert ist, aber vorhanden. Und er ist Linkshänder, habe ich beschlossen. Der junge Mann sorgt auf jeden Fall für die entsprechende Stimmung. Schauen wir mal, was wir am Tag vor Heiligabend hier drin finden. Weiß ich noch nicht. Das kannst du hier nicht dran machen. Das ist irgendwie crazy. Also das sind Äpfel, 2 Stück, so durchsichtig. Und so ein grünes Teil. Wofür auch immer. In der Anleitung steht auch nicht, was man damit machen soll. Und auf dem Vorschaubild sehe ich das auch nicht. Ich glaube einfach in den Korb rein. Yay, die Nummer 24, das Highlight des Ganzen. Das Letzte, was halt auch noch auf dem Vorschaubild fehlt, ist unser Einhorn. Das ist für mich halt so echt ein absolutes Highlight und auch so ein kleines Kaufargument, wobei man sich ja auch genauso gut einen Einhorn kaufen könnte, aber trotzdem. Ich hätte das damals sehr gefeiert, wobei ich hatte damals, glaube ich, auch sowas wie ein Einhorn, doch in dieser Feenlandschaft, ne? Das war aber viel, viel größer. Nun, auch dieser Adventskalender schrumpfen scheinbar, aber so schaut's aus und ich finde, das sieht richtig hübsch aus, ne? So ein goldenes mit blauen Augen, glaube ich. Hübsch. Ja, und das ist der Adventskalender gewesen. Täuscht das oder hat Playmobil genauso wie vieles andere leider ein bisschen nachgelassen? Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn ich mich so dran erinnere, wie unsere Zeit damals so war, sie war halt auch irgendwie mit viel mehr Spielspaß verbunden. Ich finde, das ist hier sehr viel Killefit mit dabei. Man hätte hier sicherlich einfach sagen können, okay, holst du dir die Sachen vielleicht ein Stück weit einzeln. Und weiß ich aber nicht, wie das vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Also das auszurechnen wird, glaube ich, sowieso ein bisschen schwierig. Deswegen lasse ich das ja auch bei solchen Videos. Aber für 19,99 €, glaube ich, ist es gar nicht so verkehrt. Du hast hier 3 Figuren mit dabei, du hast ein Pferd mit dabei oder ein Pegasus, einen kleinen. Du hast hier verschiedene kleinere Sachen. Nicht alles davon ist sinnvoll, meiner Meinung nach, aber doch einiges. Ne? Also ich finde, dass der Adventskalender süß ist, aber ich würde ihn jetzt nicht komplett feiern, wenn ich ihn jetzt selber so als Kind ausgepackt hätte. Wisst ihr, was ich meine? Naja, aber süß ist er auf jeden Fall. Also ich würde es jetzt wirklich nicht für kleinere Kinder nehmen, weil ich glaube, dann hast du echt Probleme mit den kleinen Teilen. So viele Kleinteile gab es bei uns, glaube ich, nicht. Ich glaube, das Kleinste, was wir hatten, waren zwar auch solche Blumen, aber die konnte man halt auch immer irgendwie irgendwo dran machen an Bäume und so weiter. Hier hast du wirklich ziemlich viel rumfliegen. Ne? Das ist scheinbar jetzt so bei Playmobil, keine Ahnung. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.